Die bediene ich gerade. Hier spricht Papa! Hier spricht Papa! Ein Lizenz für das Leben! So anstrengend es war, nicht anzuschreiben! Bin es doch leider ganz schnell verschweigt! Erst Arzt konnte nicht so recht sagen, was dies war. Der Schwank kam erst schwer, doch dann gab es kein Leben. Alles schon weggegessen und das Rezept war vergessen. Derjenige, der dies zubereitete, kam aus der Zukunft und verschwand gar wieder als neue Gegenwart in einem höheren Leben. Das hier ist anders, es wird ihm durchdringen zu. Seine Herr interessiert mich, wir wissen auch nicht, was falsch und richtig dabei ist. Es nennt sich The Cube Heilung. Ja, Herr Faulkner, das hier wird ihn bewegen. Es wird sich festsetzen und schon ist er manipuliert. Frei von diesen alten Zellen, frei von dieser alten Energie bedrückt. Bekommt einen neuen Raum, einen neuen Traum, so scheinheilig. Verborgen, neu geboren, doch verrückt. Aber, Herr Doktor, ja so, Sie können es hier vorhaben recht werden. Sie manipulieren und überwachen einen Ameisenstamm. Sie kontrollieren die Bewegungen, die Entwicklungen der Menschen als gesteuerte Maschine. Da ist doch keine Freiheit mehr vorhanden. Mit ihrer Willkür entscheiden Sie, wer König sein darf. Im Bauernstall. So, diese Welt neigt sich dem Ende zu und ihre Ressourcen ebenso. Wir müssen diesen Weg gehen. Wir müssen auf andere Planeten gehen. Das hier ist der erste Schritt dazu. Ich weiß auch, dass das unmenschlich ist und mit meinem Gewissen kann ich es auch nicht wirklich vereinbaren. Sehen Sie mich an. Ich leide daran, aber es muss sein. Diese Welt wird sterben. Und wer weiß, vielleicht ist dieses Implantat eine Rettung für die Menschheit. Auch wenn es ihnen als unmenschlich erscheint. Das, was sie mit ihrer Gegenwehr ausdrücken wollen, ist, dass es gegen die Natur ist. Ihr wird die Evolution steuerbar. Und wir spielen Gott. Sehen Sie zu. Noch nie war die Menschheit mit Göttlichen so nahe wie mit diesem Implantat. Das hier ist keine Religion. Das ist purer Wahnsinn. Glaube an die Vernunft. Aber Herr Doktor, das ist doch Teufelswerk! Keine Widerrede so, das wir werden hier implantieren in der Kalamus-Region. Dort bekommt er über diesen Nassen Strom und ist so online. Auch wenn ich es alleine machen muss, es wird geschehen. Lass das. Diese Menschen sind zum Tode verurteilt. Sie sterben für uns, damit wir leben können. Aber, Herr Heinrich, Herr Chef und du, Moflar. Holger, lass das. Und sei froh, dass du auf dieser Seite in das Leben hineingeboren worden bist. Du hast Vorzüge und Bequemlichkeiten, die deine scheinbaren Helden nicht besitzen. Und diesen Besitz werden wir nicht hergeben. An die Welt erschaffen für ein neues Unterhaltungskonzept. Wir sind dann Dr. Bob. Alles, was noch vor Jahren als filmische Gewalt erhältlich war oder als Spiel gebildet, reell. Alles ist erlaubt. In der erfolgreichen Tötung des Honoriers. Und wir 2 Jahre im Tun auf der Übergriffe darf wieder raus. Mit dem Geld, dass man sich erarbeitet hat. Und du noch da,
geht es nur um ein Pisserling. Ich töte schneller als du. Ich bin unmenschlicher als du. Meine schlimmste Waffe ist meine wachsende Intelligenz, meine Tötungserfolge sowie meine Schnelligkeit dir gegenüber. Ich bin hier, um zu überleben. Around the line.